Hallo Natur- und Filmfreunde. Im letzten Ein Tag in der Natur habe ich es mal angesprochen, wie gerne ich mit euch rausgehen und kochen mag. Es ging in dem Video um die Brennnessel und um ein Gericht, das ich sehr gern mit der getrockneten Brennnessel koche. Es ist ein verdammt leckeres Gewürz, das meiner Meinung nach einfach zu dem Gericht gehört. Es ist ein sehr einfaches und geht auch ohne. Aber nach meinem Geschmack gehört das dazu. Alles, was man dafür braucht, ist pro Person eine Dose Bohnen, eine schöne große Zwiebel. Ein Knoblauchzeh, Salz und Pfeffer und natürlich das geerntete Brennnesselgewürz. Wir kochen heute auf dem Holzvergaser. Das ist nicht so ganz einfach, aber ich erkläre ein bisschen was dazu. Und natürlich weihen wir heute den neuen Topf ein. Jetzt habe ich aber Hunger. Legen wir los, oder? Die Zwiebeln schneide ich einfach in der Mitte durch und mache grobe Stücke. Das ist nichts allzu Feines. Ruhig grobe Stücke schneiden. Mit dem Knoblauch dasselbe. Einfach grobe Stücke. Ich schneide ihn hier in Scheiben. Ich mag es, wenn große Knoblauchstücke drin sind. Wenn man mit dem Holzvergaser kocht, gibt es ein bisschen was zu beachten. Die Hitze ist extrem, das Ding macht wirklich verdammt viel Hitze. Wasser kochen ist super, aber wenn man was kochen will, ich werde jetzt erstmal die Zwiebeln anbraten mit ein bisschen Öl und dann später den Knoblauch dazu und zum Schluss schön alles mit den Bohnen nochmal aufkochen und würzen. Am Anfang brauche ich nicht so viel Hitze, später kann man ein bisschen mehr geben. Das heißt, ich werde ihn jetzt erstmal anzünden. Zum Anzünden, alles ist nass, es hat geregnet. Da hinten sind ein paar Birken mit Pilzen, Zunderpilze. Da könnte ich jetzt natürlich was nehmen und das irgendwie, aber das Gras, das Stroh, hier ist alles nass. Was ich auch ganz gerne als Zunder nehme, ist, hier sieht man schon ein bisschen, ein gebrauchtes Taschentuch. Ich habe hier noch ein Stück aufgehoben. Ist eh gebraucht, fliegt eh in Müll. Warum nicht noch benutzen? Ich fasse das ein bisschen auf und mache das mit dem Mischmetallstab an und stopfe es rein. Dann lasse mein Holzvergaser ganz klassisch erstmal runterbrennen, bis die Hitze nachgelassen hat. Dann sehen wir uns gleich wieder. Der muss jetzt, wie gesagt, erstmal runterbrennen, bis er hauptsächlich nur noch glüht und kleine Flammen an den Seiten rauskommen. Hier kann man dann, wenn es soweit ist, was kleinbrechen und nachwerfen. Und wenn es soweit ist, stellen wir einfach den Topf drauf. Die Zwiebeln sind drin und etwas Öl. Und dann braten wir das mit relativ geringer Hitze erstmal an. Das Wetter hat jetzt doch umgeschlagen, es wurde sehr windig und es war ein kleiner Krampf, das Ding anzubekommen. Also ja, es hat einfach eine Weile gebraucht. Normalerweise, und das finde ich so geil an einem Holzvergaser, macht man ja ein kleines Feuer aus Reisig auf der Oberfläche und fertig. Dann jagt man da einen Funken rein und das Ding brennt. Dann muss man einfach machen lassen. Das finde ich so toll, man muss sich kaum drum kümmern. Und dann brennt der lang genug, um für mehrere Leute Essen warm zu machen.
Das ist was Schönes. Normalerweise mache ich das Gericht in der Pfanne. Ich denke, in dem Topf jetzt genauso gut. Ich habe jetzt keine Pfanne für draußen, für auf dem Feuer. Nur ein Rost und den Topf, aber das kriegen wir hin. Jo, jetzt müssen wir warten. Man muss es halt wirklich gut im Auge haben, sonst würde ich jetzt in der Zeit schneiden, also schnibbeln, Zutaten schneiden. Wichtig, wenn er eben so weit runtergebrannt ist, dass man guckt, dass er nicht ausgeht. Also gucken, dass er wirklich hauptsächlich Glut hat und heiß ist und Hitze abgibt. Dann kann man da schön drauf kochen. Aber man muss immer dezent nachwerfen. Es wird schnell wieder ein großes Feuer. Ich habe neulich mit der Bialetti auf dem Holzvergaser Kaffee gemacht. Da war das genauso. Da wurde es schnell mal zu heiß und dann musste die Bialetti wieder runter. Ein bisschen Erfahrung, aber viel Feingefühl ist gefragt. Dann geht das ganz gut. Habe ich neulich im Stream nicht mal erwähnt, dass mir andauernd die Hosen reißen? Habe ich es erwähnt? Ich weiß es nicht. Es ist oft so, seit ich viel wandern gehe. Ich hab gesagt, dass an Knien ab und zu platzen. Wenn ich mich einfach hinknie und irgendwas mache, dann reißt sie. Gerade eben, ihr seht nachher einen schönen Outtake, habe ich mich hingekniet. Der Holzvergaser hat schlecht gebrannt. Ich wollte gerade den Topf drauf. Was macht er? Fängt an, wunderschön zu brennen, so wie jetzt. Jetzt müssen wir halt doch warten, bis er runtergebrannt ist. Also, der Tag heute ist mehr Komödie als ernste Dreharbeiten. Ah. Beim man hat's nicht gesehen. Ich bin so froh, dass man es nicht gesehen hat. Beim Felsenmeer, wo ich mit dem Tripsi war, ist mir die Hose hinten fast bis zum Knien runter aufgeplatzt. Und das war relativ früh. Wir sind irgendwo auf dem Felsen hoch und ich habe mich so blöd bewegt. Es war heiß, die Hosen haben geklebt, ihr kennt das bestimmt. Und zack ist die Hose gerissen. Und dann sind wir die ganze Tour, 2 oder 3 Tage. 2 Tage waren es. Sind wir dann so weitergewandert. Nee, Zeug hatte ich keins dabei. Jetzt habe ich welches dabei, aber das Wetter ist so ungemütlich, das mache ich zu Hause. Es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Es ist nur noch Glut. Wir gucken mal rein. Der ist hauptsächlich am Glühen und die Flammen halten sich zurück. So, wir haben jetzt hier wie gesagt Zwiebeln und Öl drin. Einfaches Sonnenblumenöl, nichts Besonderes. So. Und jetzt ist wichtig, dass man wirklich guckt, dass er die Hitze hält. Sonst müssen wir ihn einfach nochmal anmachen. Nicht zu viel füttern, dass er wirklich anfängt, Flammen zu spucken. Fängt schon an zu brutzeln. Und immer schön rühren. Sollen keine Röstzwiebel werden. Und schon weihen wir zusammen den neuen Topf ein. Toll. Mit dem will ich ab sofort öfter abends draußen essen. Wir haben jetzt dezent kleine Flammen. Das ist absolut okay. Und man muss halt wirklich gucken, ne? Wenn die Glut da unten, und das geht schnell, weg ist, dann war's das. Da muss man wieder neu anmachen. Na komm, geh.
Na husch, hier ist gefährlich. Kleine schwarze Spinnen mögen den Holzvergaser. Na komm, geh mal auf den Stock. Ich hoffe, sie mag fliegen, aber besser als verbrennen. Schön. Den Knoblauch mache ich zum Schluss rein. Ich mag nicht, dass der zu sehr anbrennt oder karamellisiert. Und immer, wenn die Flammen nachlassen, schön Holz nachlegen, damit er eine möglichst geringe Hitze hält und nicht wieder brutal anfängt zu brennen. Das ist jetzt schon fast zu viel. Wenn die Flammen seitlich rauskommen, ist es fast zu viel. Zwiebeln sind jetzt noch schön saftig, aber trotzdem schon braun angebraten. Ich lasse jetzt noch ganz kurz so. Ich mache den Knoblauch dazu. Der Knoblauch soll nur ein bisschen angebraten werden. Und dann noch genug Aroma haben, damit er im Tomatensaft der Bohnen ziehen kann. Und kurz bevor ich die Bohnen reinmache, brate ich noch ein bisschen Brennnessel mit an. Dass das noch. Habt ihr schon mal Brennnesselblätter in der Bratpfanne so ein bisschen angebraten? Das schmeckt richtig gut. Die setzen dann ein schönes Aroma frei. Der darf jetzt auch dann langsam ruhig schon mal ein bisschen mehr Feuer geben. Inzwischen ist alles schön angebraten. Der Knoblauch ist noch schön frisch, aber genug lang drin. Dann gebe ich jetzt schon mal eine Handvoll Brennnesselgewürz rein und brate das dezent mit an. Das ist jetzt für zwei Personen. Ich mache einfach mal hier so einen Busch rein. Und später in den Tomatensaft dann nochmal genauso viel. So, das jetzt nur kurz. Dann brauchen wir gleich ordentlich Hitze. Und dann kommen die Bohnen mit Tomatensauce dazu. Das riecht jetzt schon richtig geil. Und jetzt kommen die. Also man muss schon, dass das Angeröstete der Brennnessel riechen. Und wenn es soweit ist, schön die Bohnen rein. Also wenn es hier Waldkatzen gibt, dann kommen sie jetzt, weil sie denken, es ist Katzenfutter. Eins, zwei. Und das dann zusammen, damit die Aromen sich vermischen, noch eine Weile köcheln lassen. Schön. Ich kann eigentlich schon mal Salz und Pfeffer dazugeben. Ja. Den Pfeffer habe ich vorhin frisch gemahlen. Oh, das wird so lecker. Ja, ich mag es scharf. Machen wir mal so. Den darf man ruhig schmecken. Warum raucht der Holzvergaser jetzt schon wieder? Der ist heute eine kleine Pinze. Der stellt heute Ansprüche, der Holzvergaser.
denke, das ist warm genug. Ich mache jetzt nochmal. Oh, das riecht so gut. Ja, schöne Hand rein. Gut, und wenn es lang genug geköchelt hat, ist es fertig. Es hat jetzt endlich seine Zeit gekocht. Ich bin echt am Verhungern. Also heute... So... Ich mache hier mal einfach, ich habe noch gar nicht probiert. Oh, das ist was Tolles. Wie gesagt, sehr einfach. Aber, wenn ich an Kochen mit der Brennnessel denke, denke ich an das hier. Die gibt so ein geiles Aroma ab. So. Das haben wir uns jetzt echt verdient. Das Wetter ist heute gar nicht auf unserer Seite. Der ist die ganze Zeit nur am Qualm. Ich weiß nicht, ob es am Holz liegt oder ob ich irgendwas Blödes gemacht habe. Ich weiß es nicht. Aber toll ist es doch, wenn man seine Vorhaben auch umsetzt, wenn alles gegen einen zu sein scheint. Im Guten. Es ist noch sehr heiß, aber oh. Oh. Ich habe das noch nie auf dem Feuer gekocht, immer nur zu Hause in der Pfanne. Das ist was Schönes. Vor allem hier draußen im Wald ist genau das Richtige. Im Winter, oh, schön. Jetzt, wo ich den Topf habe, ihr seht ja die Unterseite. Ich will nicht mit meinem Geschirr von zu Hause auf dem Holzvergaser kochen. Sind tolle Töpfe. Das machen wir mit Sicherheit auch mal im Winter. Ich mag das jetzt noch richtig genießen und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, ein schönes Wochenende. Morgen wird wahrscheinlich gestreamt. Ja, damit ist alles gesagt. Lasst es euch gut gehen. Ich mag das Video noch gar nicht so wirklich beenden. Das Essen war jetzt verdammt lecker. Ich habe den Topf geputzt. Jetzt den ganzen Tag schon da, der Specht. Und pack jetzt zusammen. War sehr schön und gemütlich. Aber kennt ihr das? So Tage, wo man sich absolut alles hart erarbeiten muss. Die einfachsten Sachen, die man sonst einfach macht, muss man sich hart erarbeiten, als hätte man es nie wirklich gemacht. Heute ist so ein Tag. Heute ist einfach komisch. Ja. Wollen wir noch ein bisschen die Umgebung hier genießen? Hier ist ein Kahlschlag. Da war vor 2 Jahren noch alles Wald. Und jetzt machen sie hier, ja, alle Kiefern raus. Da hinten am Weg.
500 Meter, vielleicht sogar länger, 600, 700 Meter, nur Holzstapel, Baumstämme aufgestapelt, den ganzen Weg lang. Und hier ist alles, hier ist eine kahle Stelle, da hinten ist eine kahle Stelle. Und die sind jetzt umzäunt, damit keine Tiere da reingehen. Und die Natur sich erholt auf natürliche Art wieder bilden kann. Flugzeug. Hört ihr den Specht eigentlich? Ich hoff's. Warum frage ich euch? Ich meine, ich sehe es ja vor euch im Schnitt. Nervensäge. Wenn wir die Streams immer beenden, beziehungsweise wenn ich ihn beende, dann ist das auch immer ein ganz komisches Gefühl. Ich kann noch so kaputt sein. Ich meine, ich mache den ja nicht einfach so aus, ah gut, Stunde ist voll, tschüss. Ich mache wirklich immer, bis ich denke, okay, man kann es auch unnötig in die Länge ziehen. Aber trotzdem, hinterher denke ich mir, ja, war schön, schade, dass es vorbei ist. Es ist wirklich so, es ist ein ähnliches Gefühl wie Trauer. Also keine richtige Trauer, ne? Einfach so, wie wenn man halt ein bisschen traurig ist. Ja, die Streams sind immer sehr schön. Das finde ich toll. Auch heute genieße ich es sehr. Erstmal hat ganz runtergebrannt, aber ich finde, der brennt schlecht genug, um mal loszulegen.